So gibt es Fragen, Kommentare, Meinungen von Ihnen. Jetzt haben wir noch reichlich Zeit zur Diskussion und würden uns freuen, wenn Sie ein bisschen noch über das gerade Gesehene und Gehörte natürlich insbesondere diskutieren können. Hat Ihnen Casablanca gefallen? Ich würde vielleicht ganz gerne die erste Frage stellen, weil also ich Ja, finde oder es. darf ich ganz kurz nur mal um Handzeichen bitten? Wer hat denn diese Fassung jetzt heute Abend das erste Mal gesehen? Oder umgekehrt, gab es jemanden, der die heute jetzt das mehr. Ah, wunderbar. Sie haben sie vorher schon mal gesehen. Da hat sich jemand gemeldet. Nein, war eine Fehlmeldung. Gut, also war es für Sie alle was Neues. Das freut uns, dass wir Ihnen den Film dann zugänglich machen konnten. Entschuldigung, bitte, Urs. Überhaupt kein Problem. Was ich ja so faszinierend oder fast auch erschreckend finde, ist, wie manipulativ Film sein kann. Das ist ja dieses Beispiel heute auch. Können Sie dazu was sagen? Wie kann das eigentlich immer, also weil wenn man den Film wirklich nicht kennen würde, würde man das ja unter Umständen gar nicht merken. Ja, das war ja das Prinzip dabei, dass man das nicht merken soll. Aber das war bei allen diesen zensierten Fassungen so. Ich zähle mal zwei andere Bekannte auf, nämlich Notorious von Hitchcock, wo die Uranerzhändler Nazis waren und in der deutschen Fassung eben nur Rauschgifthändler. Ich erwähne mal African Queen. Das waren jetzt keine Wehrmachtssoldaten, sondern der spielte ja im Ersten Weltkrieg 1914. Das waren in dem Fall deutsche Kolonialherrscher. Aber die hatten eine deutsche Uniform an. Daran muss es wohl gelegen haben. Dann, das zieht sich aber bis in die 60er Jahre hinein durch. Das letzte Beispiel, das mir einfällt, ist der Film The Quiller Memorandum von Michael Anderson. Das war ein Berlin-Film von Drehbuch Harold Pinter. Der hatte eine Handlung, in der eine Mischung, sich eine Gruppe bildet aus Alt- und Neonazis, die offenbar dabei sind, die Bundesrepublik umzustürzen. Jedes Mal, wenn in der Originalfassung das Wort Nazi fällt, heißt es in der deutschen Fassung Spionage, wobei nicht ganz klar ist, wer eigentlich gegen wen überhaupt spioniert. Das war 1967. Das war allerdings insofern brisant, als es ja in der Gegenwart spielte. Da ging es gar nicht mehr um die Vergangenheit. Und die 60er Jahre waren die Zeit, wo hier die NPD große Erfolge feierte. Das war wesentlich brisanter als noch eine Vergangenheitsbewältigung. Aber das ging bis in diese Zeit, in dem Filme manipuliert und verfälscht wurden, von dem das Publikum nie was erfahren hat. Das war übrigens in dem Fall ein interessanter Fall, dass auch die Synchronsprecher wussten, was hier getrieben wurde, weil die in dem Film nämlich selber mitspielten. Da spielen etliche Deutsche mit, unter anderem Edith Schneider, die als deutsche Stimme von Doris Day bekannt ist. Die hat hier eine schöne Nebenrolle. Und die sagt in der Originalfassung, die spricht dort ja auch Englisch, fleißig Nazi. In der deutschen Fassung sagt sie dann, wenn sie sich selber synchronisiert, sagt sie Spionage. Ich habe es auch vor dem Hintergrund gefragt, wenn ich die Frage direkt noch stellen darf. Es ist ja eigentlich, man kann ja das Gegenteil erreichen von dem, was man da ja gewollt hat. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Propagandawirkung des Films, die ja vorher im Dritten Reich die zentrale Rolle für den Film gespielt hat. Und dann setzt man das hier so um. Wie beurteilen Sie das? Ist das nicht eigentlich, gerade wenn man es jetzt retrospektiv anschaut, völlig kontraproduktiv gewesen? Ja, es war sicherlich in der Form, wie wir es jetzt gesehen haben, kein fruchtbarer Beitrag für die Re-Education. Also wenn man das vor dem Hintergrund liest, sozusagen, was hier überhaupt noch erhalten ist von dem ganzen Nazi-Komplex, das geht ja gegen null. Und ich meine, Konrad Veidt ist zwar kurz im Bild zu sehen, aber ansonsten noch im Vorspann zu lesen. Und die immer wenn im Film sozusagen irgendwann die Rede auf die politischen Hintergründe kommt, wird das getilgt. Also selbst in den kleinsten Anspielungen, selbst in den ja, nebensächlichsten Nuancen im Dialog ist es einfach ausgemerzt hier, wenn man es mal so martialisch formulieren will. Und das geht, also wir haben das ja jetzt heute sehr schön gesehen, dieser Gegenüberstellung, aber es geht eben hinein bis in die Details, dass man sieht zum Beispiel der Champagner, der bestellt wird, eben das ist in der Originalfassung, Kapitän Renault schlägt das vor, eben französischer und bis in solche Nuancen hinein. Also nicht nur, wenn auf das Deutsche Bezug genommen wird, sondern insgesamt auf die politische Lage. Und insofern ist das quasi eine
Art Neutralisierung, die hier stattfindet hinsichtlich des politischen Gehalts des Films. Herr Peiler und ich mussten unsere Forschungsergebnisse gerade kurz korrigieren. Dass die Kopie, die wir jetzt gesehen haben, war ganz offensichtlich die Kopie, die kurz vor, also um 1974, nochmal wieder eingesetzt wurde. Und es ist anzunehmen, dass die Kopie, die 1952 gezeigt wurde, einen deutschen Vorspann hatte. Und aus dem muss Konrad Veit dann mit Sicherheit entfernt worden sein. Im Übrigen war er ja doch zu sehen. Ganz kurz, das war eine Szene, die sich nicht hat schneiden lassen, weil die mit der Gesangsdarbietung mit der Musik, kombiniert war. Sie haben das auch schön gesehen mit, also ich möchte nicht unterbrechen, nur mit, dass Sie das nachvollziehen können, auch, aber viele haben sicherlich auch gemerkt, mit Nobis-Film, schon vor dem Warner Production, Studio Production Logo am Anfang. Und was uns eben auch, deshalb wir waren so heftig am Diskutieren und haben Sie hoffentlich in Ihrem Filmgenuss da nicht beeinträchtigt, hin und wieder. Aber ich fand es auch sehr schön, Ihre Reaktion zu sehen bei dem Erstkontakt mit dieser Fassung. Zum Beispiel der Brief, der Rick am Bahnsteig erreicht. Es ist auszugehen, gerade vor dem Zeithintergrund 1952 und unseren Erfahrungen mit Synchronfassungen in der Zeit. Richard Blaine wird zum Beispiel hier betont als Richard immer im Dialog angesprochen. Das ist ganz zeittypisch und es ist absolut unzeittypisch, dass der Brief in keinster Weise übertragen wird. Also in der Fassung von 1975 ist es so, dass die deutsche Synchronsprecherin von Ingrid Bergman hier diesen Brief vorliest aus dem Off. Da ist eine Off-Voice drüber gelegt, die das quasi übersetzt. Hier ist es ohne Untertitel, ohne Übersetzung und auch ohne Einblendung. Also man ist oft so vorgegangen, das wäre, glaube ich, unser Vorschlag, dass wahrscheinlich in der Erstaufführung 52 da womöglich ein deutsches Insert eingesetzt wurde, also der Brief in der deutschen Schriftvariante. Ja, mit Sicherheit. Dieses Verfahren zeigt ja auch, mit welcher Akkuratesse damals bei Synchronisationen vorgegangen ist, auch welche Kosten man nicht gescheut hat. Wenn zum Beispiel, also jetzt unabhängig von dem Film, wenn in der Originalfassung ein Brief geschrieben wurde und man sieht, wie jemand handschriftlich eine Brief schreibt auf Englisch, dann wurde diese Szene für die deutsche Fassung nachgedreht und man sieht eine andere Hand, die den Brief auf Deutsch schreibt. Das kostet, das würde man heute auf keinen Fall mehr machen, schon allein aus diesen Gründen. Und Sie sind das vielleicht auch mit der Mediensozialisation oder mit den Erfahrungshintergründen so anno 2015 nicht mehr gewohnt, dass man deutsche Vorspänne sieht. Das hängt natürlich auch ganz viel damit zusammen, auf welche Bildträger sozusagen zurückgegriffen wird. Also wenn Sie heute Casablanca im Heimkino sehen oder im Fernsehen, dann ist das in der Regel, wenn man das so bezeichnen möchte, das amerikanische Bild und es ist eine deutsche Synchronspur drunter gelegt. Das heißt, es wird nicht das Bild von einer Kinokopie mit diesem deutschen Vorspann verwendet, wie der Film eben mal ins Kino gekommen sein mag, sondern es wird sozusagen, das Bild wird nicht angetastet. Und solche Inserts, die natürlich auch zur Überlieferungsgeschichte gehören, die fallen dann raus. Man findet das noch mitunter in Fernsehausstrahlungen, in dritten Fernsehprogrammen. Der Bayerische Rundfunk bringt zum Beispiel hin und wieder noch solche deutschen Bildfassungen auch, wo sie dann tatsächlich auch im Vorspann dann die entsprechende Bezeichnung auf Deutsch lesen können. Also das sind dann sozusagen die deutschen Kinovorspänne. Manchmal stand früher sogar dabei, welche Synchronatelier den Film synchronisiert hatte. Das fällt heute auch völlig flach. Also Wenzel Lüdecke zum Beispiel für Berlin als prominentestes Beispiel. Ja, die Synchronsprecher wurden allerdings so gut wie nie genannt. So, jetzt ist es das Stichwort gefallen. Sie sollten sich ja auf die Stimmen achten. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen im Unterschied zur alten deutschen, zur neuen deutschen Fassung von 1975. Also Rick hatte ja hier ganz eindeutig ein völlig anderes Organ und ich habe ja vorhin angedeutet, dass andere Stimmen auch andere Charaktere ergeben. Das müsste hier eigentlich dann der Fall gewesen sein. Geben Sie mir einfach ein Zeichen, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Jemand was sagen möchte. Ja, es geht auch ohne, glaube ich. Ja. Ja, der Rick ist da auf einmal ein so sanfter, väterlicher Typ, dem man alles zutraut, der kümmert sich um die Teilnehmer, Kunden, die da in seinem Café sich da austauschen möchten, der sorgt sich um die und hält die Polizei irgendwie außen vor, quasi ein väterlicher Typ. Und die Stimme sorgt sofort für
eine Wohlfühlstimmung und Harmonie. Wunderbar. Man möchte alles ausblenden, was schlecht ist. Man bekommt es ausgeblendet. Ja, genau. Also es passt nicht zu diesem verbitterten, desillusionierten Rick. Der ist in dieser Stimme eindeutig nicht enthalten. Es kommt aber noch was anderes hinzu. Wir haben ja gesagt, dass es Paul Klinger war und den die Zuschauer 1952 alle kannten. Wenn Sie diese Stimme nun hören, dann setzt das Assoziationen frei, andere Hör- und Seheindrücke von anderen Filmen, die Sie mit Paul Klinger kennen. Es konnte also passieren, dass jemand Casablanca anzieht und dabei hat er plötzlich Immensee im Kopf. Also hier kollidieren mehr oder weniger Welten. Das passiert in der 1975er Fassung nicht, zumindest nicht, was Bogart angeht, mit Joachim Kemmer. Der war eigentlich überhaupt nur prominent als deutsche Stimme von Humphrey Bogart. Mit dem assoziierte man nichts anderes. Das ist sehr ungerecht, weil das ein exzellenter Schauspieler war, aber dem seine anderen Rollen waren eben nicht so prominent, auch seine anderen synchronen Rollen nicht. Aber die Rolle, die Claude Rains, die wurde von Klaus Biederstedt synchronisiert. Naja, das ist ein alter Haudegen des deutschen Films. Da konnte es passieren, dass einem plötzlich Nachtschwester Ingeborg einfiel. Das ist nun eine Assoziation, die also vielleicht doch etwas kontraproduktiv ist. Aber das muss man bei jeder Synchron- und vor allem Stimmenbesetzung bedenken, dass die Zuschauer ganz andere Hör- und Sehassoziationen mit diesen Stimmen haben, als wir heute und die damals und dann nochmal zu unterscheiden von der Originalfassung. Zu dem bekannten Lied As Time Goes By. Es ist ja nicht so ganz klar, warum das jetzt rausgeschnitten wurde. Also ich erinnere mich, dass da endlich jetzt keine Nazis durch Bild liefen, als Rick aus dem Büro kommt und dann zum Klavier geht und eben nicht direkt aus dem Klavier zu erscheinen droht. Also das ist ja irgendwie eine ganz andere Szene. Wird das klar, warum man das so rausgeschnitten hat? Also warum man sich so gegen dieses Lied gestellt hat? Also mir ist zumindest nichts bekannt, dass man da zu einem Schluss gekommen ist, der unwiderrücklich einleuchtet. Interessant ist natürlich, und das wird immer wieder betont, dass nur die Gesangspassagen geschnitten werden. Also wir hören Sam nie singen in dieser Fassung. Und aber auch in dem Instrumentalteil wird oft geschnitten. Und das ist natürlich verpannt schon an der ersten Stelle, wenn das Lied gewünscht wird. Und führt natürlich diesen Dialog mit dem Singen, das explizit gewünscht wird, noch mehr ad absurdum. Das. Ja, er singt die anderen Songs, aber... Genau, er singt nur As Time Goes By eben nicht, genau. Ja. Das ist sozusagen das, was bei dem Schnitt bei As Time Goes By auffällt. Aber, und vor allen Dingen, es wird dann gesagt, niemand spielt so gut As Time Goes By wie Sam. Das verstehe ich dann wieder auch nicht, warum man nicht diesen Satz dann rausnimmt. Vielleicht war zu viel Negermusik in dem Film für 1952. Also das ist eine Interpretationslinie, absolut, die man verfolgen kann. Dass gesagt wird, die Präsenz der schwarzen Figur Dooley Wilson wurde minimiert, ist ein Ansatz. Aber das erklärt immer noch nicht, warum er dann spielen darf und nicht singen. Gibt es mal weitere Fragen, Kommentare? Ein Eindruck, den ich hatte auch, also was mich auch wirklich überrascht hat, dass man sich doch dran gewöhnt, an alle Stimmen. Wenn man ein bisschen Zeit vergehen lässt, dann wundert man sich nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber so nach, obwohl man den Film wirklich sehr präsent hat, also ich zumindest sehr präsent hatte in der anderen Fassung, irgendwann war Paul Klinger super. Ja, die Stimmen waren an sich nicht schlecht. Abgesehen von dem einen Aspekt, den ich gerade genannt habe, Marianne Kehlau auf Ingrid Bergmann, fand ich gar nicht so schlecht. Während in der 1945er Fassung Rosemarie Kirstein nicht passend ist. Aber bitte, das ist auch subjektiv. Kleiner Aspekt am Rande, die Synchronsprecher von Ingrid Bergmann und Paul Henreid waren auch in der Realität miteinander verheiratet, aber das hat weiter keinen Erkenntniswert. Ich fand auch den Hinweis vorhin gut, dass der Karl, der etwas dickere
Kellner, dass der sich selber synchronisiert. Und ich, ja, da sind wir, also da gehen die Quellen auseinander. Also es gibt eine Variante mit Boom Krüger sozusagen. Die einen sagen, das ist Boom Krüger, und die anderen sagen, er synchronisiert sich selber. Und da sind wir aber. Das war eindeutig Boom Krüger und sonst nicht. Sind wir unterschiedlicher Meinung. Je nachdem, welche Quelle man befragt. Gibt es irgendwelche Kenntnisse darüber, wie das Publikum auf die doch interessant und, wie ich finde, herausfordernd harten Schnitte reagiert hat? Die doch, weiß ich nicht, wer da mit der Schere besoffen geschnitten hat, aber also auf mich wirkte das, als hätte da noch die Bastelstunde hätte vorher irgendwie noch nicht stattgefunden. Ey, das ist garantiert niemand aufgefallen. Das heißt, die Leute haben das so hingenommen, was sie da sehen mussten. So filmästhetisch anspruchsvoll war das Publikum in den 50er Jahren nicht. Es ist keiner rausgelaufen, es ist buhend aufgestanden. Die gingen ja nur wegen Ingrid Bergman in den Film. Ob das jetzt so geschnitten war oder nicht, das ist egal. Das war ja auch der Grund, warum Warner Bros. Ihn zumindest nach eigener Verlautbarung nach Deutschland gebracht hat. Nein, aber ich meine, im Ernst, also das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja eine außergewöhnliche Vorführungssituation. Also, dass man hier eine Stunde vorher versucht, die Blickrichtung bei der Aufnahme und darauf, was man hört, in eine bestimmte Richtung zu lenken und da so ein bisschen zu sensibilisieren. Davon kann man erstmal beim Durchschnittskinopublikum im Massenbetrieb 1952 nicht ausgehen. Das andere ist, es gibt wirklich in den bekannten Kritiken keinerlei Hinweise bei dem Material, was vorliegt, dass da Bezug genommen wird, dass diese Schnitte auffallen. Also es wird zwar mokiert, dass die Handlung platt sei und nicht trägt und dass der Film eben jetzt keine herausragende dramaturgische Leistung darstelle etc. Ein bisschen was hatte ich vorher auch zitiert, aber hinsichtlich dieser Schnitte gibt es nichts. Ja, ich habe noch eine Frage zu Viktor Larsen. Wieso wurde der auch bewusst so diese Delta-Strahlenforscher gewählt? Weil er soll ja angeblich irgendwie eine Massenvernichtungswaffe da entwickeln und dann will er die ja doch nicht irgendwie den freigeben oder so. Und hängt es auch mit dem damaligen Zeitgeist zusammen, also mit dem drohenden Ost-West-Konflikt? Ja? Also da haben wir dann, die Sowjetunion hat ja dann auch schon die Atomwaffe gezündet 1949 und auch mit dem im Zuge der Wiederbewaffnung, der Diskussion der Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein interessanter Aspekt, ja, das ist durchaus möglich. Der Kalte Krieg war die dominierende Konstante in den 50er Jahren. Das wirkte sich auch auf diese Synchronfassungen aus. Aber nachweisen lässt sich das nicht, vermuten kann man alles Mögliche, aber es ist ein interessanter Gedanke. Das würde sozusagen dann die These aufwerfen, dass man nochmal von einer Stück weiten Politisierung sprechen könnte, wenn man das vor diesem Kontext liest. Warum wurde er denn umbenannt? Hätte ja auch als Viktor Laszlo. Ja, also das ist zum Beispiel interessant, weil es hier natürlich ganz stark um Nationalitätenbild geht. Also wenn man auch die Figur des Berger betrachtet, dann stellt er sich hier vor mit einem Landsmann und dass er hier zu Diensten sei oder verfügbar sei. Das ist in den anderen Fassungen auch anders geregelt und da ist die Frage, wie stark sind die sozusagen als Skandinavier beziehungsweise explizit Norweger markiert, die Figuren. Ja, in der Originalfassung herrscht ja auch ein ganz besonderer Akzentmix, der auch dieses ganze Ambiente auch konstituiert. Das ist auch in der 1945er Fassung ebenfalls verschwunden. Aber das, 70er? Bitte? 75er? Ja, 75. Aber das haben Synchronfassungen so an sich, dass sie Akzente in der Originalfassung kaum berücksichtigen können, weil sonst müssten die ja mit irgendeinem deutschen Akzent sprechen. Das würde die Figuren und die ganzen Charaktere nochmal in eine völlig andere Richtung lenken. Also diese ganze Melange, das Sprachgemisch quasi, diese Polyglottie der Auswanderer, die da zusammenkommen, die ist in beiden Synchronfassungen nicht übertragen. Deshalb ist so eine Zusammenschau natürlich auch noch interessant. Also ich würde noch mal eine These wagen wollen zu den Schnitten. Ich habe die Fassung jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich finde die Schnitte, die den zeithistorischen Kontext betreffen,
die erscheinen mir doch in dieser Fassung für ein zumindest uninformiertes Publikum, das das Original nicht kennt, recht unauffällig. Also ich finde, das funktioniert. Ich finde, da stimmt auch das, was Sie im Vorhinein gesagt haben, dass das Storytelling so geschickt gebaut ist, dass der Film einen Fluss hat und durchläuft. Da, wo wir doch die sofort hier auch im Publikum gemerkt haben, hier stimmt der Schnitt nicht, hier sind harte Schnitte, hier ist wirklich in das Storytelling eingegriffen, so ganz offensichtlich, kann das nicht auch mit dieser Kopie, mit dieser Fassung zu tun haben. Das schien mir oft auch an den Klebestellen zu sein, die dann vielleicht schon zum, was weiß ich, wievielten Male geklebt wurden und dann eben Schnitte provoziert haben und uns jetzt eine Schnittfassung präsentieren, die vielleicht so gar nicht intendiert war ursprünglich. Gut, also natürlich, da müssen wir jetzt differenzieren sozusagen zwischen dem, was wir jetzt gesehen haben, wann ist aufgrund der Materialbasis, wie wir den Film hier vorführen, und das ist sehr wichtig, dass Sie darauf hinweisen, der Ton gerutscht oder gesprungen, wann sind die Aktgrenzen so gewesen, dass es also zu kurzen Schwarzbildern kam, beziehungsweise auch innerhalb der Akte, oder beziehungsweise wann ist das Material so abgenutzt, dass vielleicht davon ausgegangen werden kann, dass da auch Partien fehlen, jenseits des sensorischen Eingriffs. Klar, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich habe noch eine Anmerkung, die mir unser Vorführer noch gesagt hat. Der Beamte, der Renault, sagt, ich bin nur ein Beamter an der einen Stelle, und in der anderen Fassung sagt er, ich bin nur ein korrupter Beamter. Genau, das ist diese Passage, wo es um die 20.000 bzw. 10.000 Francs geht. Und es ist eben so, dass sowohl in der Originalfassung als auch in der deutschen späteren Synchronfassung von 75 dann von dem korrupten Beamten die Rede ist. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Detail. Dass deutscher Beamter geht nicht. Figurenzeichnung beiträgt. Der deutsche Beamter ist er ja nie, ist er nicht, aber. Aber er ist auch kein Korrupter, ja. Der Zuschauer könnte das aber mit assoziieren. Beamter, deutsch, korrupt. Wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage oder eine letzte Anmerkung. Wollen es aber auch nicht erzwingen. Fantastisch fand ich die edle Hilfe des schönen Hauptdarstellers hinsichtlich der Flucht des Ehepaares. Ja, der hat ja dann doch auf ganz galante Art und Weise demjenigen aus der Bredouille verholfen. Aus der Bredouille eventuell im Knast zu überwintern zu müssen, oder ja, ins Flugzeug verholfen. Das fand ich eine fantastisch edle Geste des geliebten Hauptdarstellers, der ja auch auf der Liebe dann noch verzichtet hat, auf die kontinuierliche Vollendung der Liebe, stattdessen dem anderen in sehr galanter Art und Weise. Ja, nur in der Originalfassung. In der Originalfassung macht er eine andere Wandlung durch. Die Wandlung ist ja politisch motiviert. Der verbitterte, desillusionierte Rick entdeckt jetzt wieder seine politische Ideologie und schlägt sich wieder auf die richtige Seite und bekämpft die Nazis. Das ist hier auf ein reines Liebesdramolett reduziert. Also es sind zwei verschiedene Dimensionen. Den spanischen Bürgerkrieg bekämpft? Ja. So ist es, ja. So ist es. Und den findet er jetzt wieder in der Originalfassung. Aber hier auch nicht, auch hier wird er reduziert. Also auch auf welcher Seite im Spanischen Bürgerkrieg er gekämpft hat, auch das wird herausgekürzt. Beziehungsweise das mit Äthiopien ist auch nicht genau enthalten. Nö. Spanien einfach ist quasi... Ja. Genau, also es kommt überhaupt nicht, dieser ganze politische Hintergrund der Figur kommt sozusagen gar nicht zur vollen Entfaltung. Ja, es ist faszinierend, man könnte, glaube ich, noch ziemlich lange weiter diskutieren, aber wir sagen schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir überhaupt die Gelegenheit hatten, diese Fassung hier mal wieder entdecken zu dürfen. Dankeschön, Thomas Bräutigam, Nils Daniel Peiler.
gibt noch viele Filme, mit denen man die Reihe fortsetzen könnte. Das stimmt allerdings. Und ich möchte natürlich auch gerne darauf hinweisen, wenn Ihnen das jetzt gefallen hat und Sie vielleicht das erste Mal heute bei uns waren, wir zeigen ganz viele Klassiker und Raritäten im Rahmen unseres Kinoprogramms regulär. Werfen Sie einfach mal einen Blick in unser Kinoprogramm. Allerdings die meisten in Original mit Untertiteln. Kommen Sie gut nach Hause. Bis bald. Tschüss. Danke.